What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one... Oh. Und damit einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu der LOL-Reise, wo besten Format in Titan. Und langsam aber sicher nähern wir uns dem Mid-Season Invitational und dürfen auch nach wie vor auf diesem Patch spielen. Das heißt, wir kommen sofort zum Champion des Patches und das ist Jinx. Jinx, was ist mit dir los? Why? Na, ihre Winrate ist sehr, sehr stabil. Das Ganze über längere Zeit, auch wenn es die Patch-Notes an sich. Das heißt, auf den 9.8 hat sich wenig verändert und in den letzten Patches war sie auch immer wieder dieser Top-Champion. So, Natarik spielt da natürlich so ein kleines bisschen rein. Beide Supporter funktionieren mit ihr mehr oder weniger. Und sie genießt natürlich mit den Crit-Items eine kleine Sonderstellung. Es funktioniert einfach für sie, gerade wenn andere drunter leiden. Ja, mehrere Champions, die nicht gritlastig sind, wurden ja so ein Stück weit genervt. Das kommt ihr auf jeden Fall auf diese konstante Art und Weise entgegen. Was ein bisschen irritiert ist, dass das Late Game gar nicht mehr für sie so dieser krasse Spielplatz ist. Also ihre Winrate sinkt da witzigerweise sogar. Das Ganze kann ich mir nicht erklären. Aber Jinx ist anscheinend eine Tower-Push-Maschine. Das bedeutet, wenn es im Early Game funktioniert, dann rasiert sie einfach bis zum Nexus komplett durch. GG, ja, warum nicht? Das heißt, wenn ihr auf einen verlässlichen Champion zurückgreifen wollt, dann nehmt Jinx. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, trotzdem mit ihr umzugehen. Sie ist einfach vergleichsweise unmobil. Sollte es aber laufen, solltet ihr Kills bekommen, was natürlich auch teilweise von Teammates abhängt, dann wird sie zu einer absoluten Kite- und Chase-Maschine. Gute Teammates kommen ihr also sehr, sehr entgegen und ADCs sind nun mal in jedem Team drinne. Und Jinx ist halt so eine, die auch sehr gut von anderen profitieren kann. Ein Kill, ein Reset, gib ihm. Na, das ist halt sehr, sehr praktisch. Gerade wenn andere Champions erfolgreich sind. Kommen wir nun zum Abstieg der Woche. Das ist Lee Sin. Lee Sin ist ein Charakter, der von League of Legends nicht wegzudenken ist. Und der Abstieg ist auch relativ kleiner Natur. Er hat ein kleines bisschen an Beliebtheit verloren. Das ist keine Tragödie. Gründe dafür sind unterschiedlichste Natur. Einer kann aber sein, dass der Jungle natürlich Änderungen bekommen hat. Es sind mehr tanky Dudes dabei. Aber es sind auch noch Alternativen, wie zum Beispiel Kayn am Start. Die steigen und dadurch werden natürlich andere Champions gepickt. Bin mir nicht sicher, ob Lee Sin competitive auf der MSI glänzen kann. Wie gesagt, er ist ein Champion, der immer in League of Legends mit dabei ist. Einer der uniksten Charaktere, der auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Aber bei ihm ist es mit der Beliebtheit so ein kleines bisschen abwechselnd. Na, Master cool und jetzt ist er ein kleines bisschen gesunken. Ist keine Tragödie, aber statistisch habe ich sehr selten gesehen, muss ich sagen. Schön, kommen wir nun zum Bann der Woche. In der letzten Woche war das ganze Jahr Zed und nun sagt sich Morgana, lassen Sie mich durch. Ich will nicht mitspielen. Es ist ein bisschen schwierig für sie, aktuell gepickt zu werden, da ihre Beliebtheit ordentlich hochgegangen ist. Das Rework hat mit ihrer Ultimate sehr, sehr gut getan und sie ist ein Support, der gerade gegen andere Supporter gut klarkommt, weil diese natürlich mit berechenbarer CC glänzen. Das heißt, im Competitive-Bereich haben wir so einen Alistar, der auch gar nicht so einfach zu spielen ist gegen Morgana. Und wenn jetzt gerade Taric bezogen auf die Winrate beliebt ist, macht Morgana dich halt fertig. Also Supporter mögen es nun mal, ihre CC an den Mann zu bringen. Morgana erschwert das Ganze. Und wenn man an die Aftershock-Lux denkt, über die wir auch noch nachher reden werden, wird man feststellen, dass Morgana selbst ein ziemlich guter Pick dagegen ist. Das heißt, ihre Beliebtheit oder ihr Hass ist natürlich entsprechend sehr, sehr groß. Bannrate über 50%. Big Oof. Schön, und nun kommen wir zum Increase der Woche. Und das ist die kleine Mumie. Hat ein bisschen gedauert. Ne? Ich dachte schon, in der letzten Woche wird das ein kleines bisschen mehr. Aber nun haben wir jetzt ein paar Zahlen zur Verfügung. Und Amumu ist in den letzten Tagen, Wochen gestiegen. Na, es ist eine ganz kleine Änderung, die ihm widerfahren ist. Wie gesagt, er hat mehr magischen Schaden zur Verfügung. Na, die Konvertierung läuft noch ein bisschen anders ab. Das kommt ihm absolut entgegen. Na, und das Q fliegt nun 100-mal besser. Also, dass du wirklich bei dem Ziel bleibst, ist so schön, um die Ultimate deutlich sauberer zu landen, beziehungsweise natürlich auch in der Nähe des Gegners zu bleiben. Amumus Damage ist pretty much nur close-ranged, okay? Du hast dein Q, das kannst du auch meinetwegen maximieren, ne? Aber eigentlich willst du neben dem Gegner heulen, ihn zerkratzen und selbstverständlich auch ulten, ne? Und wenn der Schaden nicht gegeben ist, dann ist dein Q sehr, sehr schnell nutzlos, okay? Und diese Änderung war super nice und man merkt es. Und da bin ich sehr dankbar, dass das Ganze so ist. Schön, kommen wir nun zu der Mechanik der Woche. Das Ganze habe ich von einem Abonnenten bekommen, der festgestellt hat, dass Nico sich ja klonen kann. Und diesen Klon kann man ja ganz normal angreifen. Den kann man ja töten, ist basically ein Champion. Und das Witzige ist nun, dass anscheinend die Jinx Passive darauf sehr positiv reagiert. Sollte Jinx also einen Klon von ihr vernichten, bekommt sie einen Reset. Und diese Klone in League of Legends, die ganz normale Spells abbauen lassen, die werden wir nochmal im Y der Woche sehen, okay? Aber es ist, ist auf jeden Fall eine gestörte Mechanik. Normalerweise ist es ja schlecht, wenn man quasi Spells an Nico verbraucht. Für Jinx ist es aber was anderes, weil natürlich ihre Spells auf rechts liegen. Okay, das sind ja einfach ihre Auto-Tags. Und wenn sie mit einem Lucky Crit so einen Klon vernichtet, kann es sein, dass man die echte Jinx dadurch sehr gut chasen kann. Ne? Beziehungsweise auch wegkommen. Ne? Man muss ja auch so ein bisschen an ihre Ultimate denken. Na, um sich da Platz zu verschaffen, kann es manchmal so sinnvoll sein, die Nico anzugreifen. Auch
wenn es nur der Klon ist. Schön, kommen wir nun zum Outplay der Woche und da schauen wir auf die EU Masters. Denn da werden wir feststellen, dass der ein oder andere Z-Main sehr, sehr schlau vorgegangen ist. Das heißt, wir haben eine Situation, wo er verdammt 4 HP verloren hat, eine Rek'Sai sich hinter ihm herstürzt und es passiert nichts. Das heißt, Z konnte das Ganze mit der Ultimate verhindern und wer genau hingesehen hat, würde auch feststellen, dass es nicht die Ulti war, sondern Edge of Night. Das heißt, in dieser Situation konnte man das Ganze rumdrehen und es sah einfach spektakulär aus und der Kommentator hat es auch wirklich gut erfasst. Es ist nicht die Ultimate, die dazu führt, dass man diesen Spell dodged. Es ist wirklich das Edge of Night. Denn Rek'Sai ist ähnlich wie Fiddlesticks, der Schaden kommt quasi durch. Das heißt, ein Playful Trickster von einem Fizz würde die Ultimate von Rek'Sai nicht verhindern. Der würde dich trotzdem töten, weil er quasi auf das Ziel gelockt ist. Na, du kannst es mit der Z-Ult quasi nicht dodgen, weil es gibt quasi keinen physikalischen Raum, den du ausweichst. Also ein Ash-Arrow mit der Ult zu dodgen geht, aber das ist auf das Ziel gelockt. Das heißt, der Fiddle Drain funktioniert zum Beispiel auch weiter. Der würde immer noch am Z saugen und das gleiche gilt auch für den Fizz, wenn er auf seinem Stab ist. Fiddle macht einfach weiter. Rek'Sai macht ebenfalls einfach weiter. Edge of Night war aber hier der Counter und das war wirklich sehr, sehr schön gemacht, denn die Channel Time von diesem Item ist sehr, sehr gering. Das heißt, sobald der Zed diese Klippe hier überwunden hat, wusste er, okay, jetzt passiert das mal relativ wenig. Ich bin natürlich offensichtlich noch markiert, aber es dauert nur eine Sekunde, den Shit zu channeln und für Rek'Sai dauert es sehr, sehr lange, bei dem Ziel zu sein nach der Ultimate. Das hat er hier vom Zeitfenster gut abgepasst. Das heißt, das Vieh kommt aus dem Nichts raus, beißt basically in den Schild hinein, auch wenn man das Ganze jetzt nicht so richtig sieht. Na, es ist passiert, weil danach ist der Schild weg und dadurch konnte man den Gegner outplayen. Die Ultimate war quasi noch ein Zusatz, dass man ein etwas längeres Zeitfenster mit Rek'Sai keinen anderen Shit noch macht. Ja, aber trotzdem sehr, sehr sweet. Schön, kommen wir zum Item-Bild der Woche und das ist Aftershock Lux. Das Ganze habe ich ja bereits schon vorgestellt und auch hier wiederhole ich das auch nur in minimalster Form. Das heißt, diese Lux profitiert davon, dass sie defensive Trades sehr, sehr gut meistern kann. Der All-In, den hasst sie ja. Das heißt, sie hat Poke zur Verfügung. Wenn sie engaged wird, zack, kommt das Q, zack, kommt Aftershock, was mit dem W sehr, sehr gut synergiert und schon ist sie quasi unsterblich. Das heißt, Kombinationsmöglichkeit mit anderen CC-Champions ist sehr, sehr nice und sehr effizient und Lux kann natürlich später auch mit unfassbar hohen Base-Damage glänzen. Denn dieser Base-Damage ist nicht schlecht, wenn man Athens als erstes geht und Athens sorgt dann natürlich für bessere Schilde, stärkere Heals und du hast den nötigen Schaden zur Verfügung, damit Athens sehr, 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 sehr schnell und sehr effizient stackt. Das ist eine coole Idee. Ist aber sehr schwer zu spielen. Es liest sich sehr sweet, aber es ist wirklich schwer auszuführen, auch wenn Lux ein 0815-Champion ist. Oh mein Gott, ich schwitze wie Sau. Schön, kommen wir zum Win der Woche. Und da gibt es auf Reddit so einen kleinen Beitrag, wo jemand eine Komfortänderung vorgeschlagen hat. Das bedeutet, er wünscht sich, dass quasi im globalen Chat, beziehungsweise im Team-Chat, will ich mal sagen, die Mute-Funktion öffentlich gemacht wird. Ich weiß, League of Legends ist an einigen Stellen sehr, sehr toxisch. Okay, das ist einfach so. Und Spiele zu muten ist eine wichtige Funktion. Do it! Und sein Vorschlag war ja quasi sagen, dass der Gegner auch... Der Gegner, nein, ihr merkt. Und sein Vorschlag war quasi, dass der Teammate ebenfalls das Ganze sieht. Das heißt, du drückst den Mute-Button und es steht im Team-Chat da, der da wurde gemutet. Ich persönlich würde auf jeden Fall eine kleine Testphase davon sehen wollen. Selbstverständlich gibt es natürlich auch pädagogische Dinge, die dagegen sprechen, okay? Gerade wenn plötzlich alle anfangen, dich zu muten, ist das Gefühl von einem vielleicht nicht so gut, weil es ist ja öffentlich. Aber vielleicht hältst du dann einfach dein fucking Maul und spielst LOL. Könnte ja auch nicht schlecht sein, ne? Das ist ja quasi das Ziel, was man haben will. Dass League of Legends emotional bleibt, ist einfach so. Das ist auch quasi das Schöne daran. Aber die Grundidee fand ich schon mal gar nicht so bad, weil so etwas regt zum Nachdenken an. Ob das Ganze dann natürlich pädagogisch wertvoll funktioniert, ich würde es testen. Diese Frage mit einem Test beantworten. Na, haltet einfach euer Maul. Spielt einfach LOL. Gut, kommen wir nun zum PBE-Stuff und da wird Tahm Kench ordentlich geändert. Na, die Hauptänderung betrifft seinen Devourer, wo er jetzt quasi nochmal übelst geslowt wird, wenn er Teammates frisst und vor allen Dingen gegroundet. Er kann also nicht mehr Teammates fressen und flashen und dadurch sein Teammate und darf sich selber retten. Diese Änderungen sind sehr, sehr krass, na, und haben aber auch gewisse Synergien mit seinen Base-Stats, die auch nochmal angepasst worden sind. Auch sein Schaden an sich ist ebenfalls nochmal auch competitive-mäßig angepasst worden. Das heißt, er kann deutlich weiter ulten, aber höherer Cooldown. Sein Shield auf dem E ist ebenfalls besser geworden. Er konvertiert wieder mehr in graue HP, also im späteren Spielverlauf. Und auch der Passive-Damage ist nun auf jeden Level gleich, was sehr supportorientiert ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze wird, denn Tahm Kench soll die Option haben, Leute zu retten, aber er soll eigentlich belohnt werden, Gegner zu fressen. Mal gucken, wie das Ganze wird. Schöne, dass Y der Woche habe ich auch tausendmal auf Twitter und YouTube und E-Mail und keine Ahnung was bekommen, ist der Illaoi Draven Bug. Na, das bedeutet, wenn Illaoi jemanden hookt, kann Draven das Vieh, also das gehookte Wesen, töten, na, und dafür natürlich schön einkassieren.
Das ist halt ein Bug, der gerade competitive rausgenommen worden ist. Also diese Kombination darf man nicht mehr spielen. Aber im Solo-Queue scheint das Ganze noch zu funktionieren. Na, das ist schon sehr, sehr krass. Und der Ilario-Klon ist halt auch sehr witzig, weil man ja auch Kleptomancy und sowas abbauen kann. Na, theoretisch sogar Lifestealen und alles. Aber dass Draven so hart von profitiert, das sind halt knackige 5 von 5 Wise. Also sowas tut halt übel leid, weil wir haben ja schon diesen Nico-Klon, der Effekte hat. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Draven einen Nico-Klon tötet und dafür auch Kohle bekommt. Das ist halt, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man halt Champions imitiert und Draven denkt, der ist echt geil. Leute, der ist echt, ich will das für mein Geld. Ja, ist auf jeden Fall eine einzige Katastrophe, meine Damen und Herren. Ja, wurde auch ein kleines bisschen genutzt. Big Oof. Macht's aber bitte nicht, es ist eine Katastrophe, okay? Das ist einfach nicht nett. Aber es ist auch schwer zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rank.